Der einarmige Barkeeper. Ein bisschen mehr Respekt. Channing Tatum und Adam Driver machen als ungleiches Brüderpaar gemeinsame Sache mit Daniel Craig. Logan Lucky ist die neue, abgefahrene Gaunerkomödie von Steven Soderbergh. Der Ocean's 11 und Magic Mike-Regisseur genießt anscheinend nicht nur beim Publikum Kultstatus. Für seine Hauptdarsteller war jedenfalls klar, warum sie dem Projekt zusagen müssen. Soderbergh. Soderbergh und das Skript. Gut, wenn man das liest und es einem auch noch gefällt. Ich würde sogar einen Komparsen in einem Soderbergh-Film spielen. Er ist sowas wie der Vater des Independent-Films. Jimmy, ich sag's dir einfach. Ich muss dich entlassen. Jimmy, den ich spiele, macht eine schwere Zeit durch. Ich wurde entlassen. Aus versicherungshaftungstechnischen Gründen. Kannst du mal zu der Stelle kommen, warum du glaubst, dass du das durchziehen kannst? Ich weiß, wie sie das Geld befördern. Er beschließt, etwas Verrücktes zu tun, um da rauszukommen, und zieht seine Geschwister und ein paar andere mit rein. Charlotte Motor Speedway. Sie planen, eine NASCAR-Rennstrecke auszurauben. Und das ist wohl keine wirklich gute Idee. Aber sie sehen es als ihre einzige Chance. Ich weiß, wie sie das Geld befördern. Der Einzige, der echt weiß, wie man Tresore in die Luft sprengt, ist Joe Bang. Das ist ja mal eine Überraschung. Die Leute identifizieren Daniel Craig so sehr mit James Bond. Sie werden geschockt sein. Er hat eine so abgefahrene Rolle. Von hier bis zum Tresor, wie weit? 20 Meter. Keine Ahnung, vielleicht 30. Was denn jetzt? 20 oder 30? Wir haben es hier mit Wissenschaft zu tun. Ich dachte mir, dass Daniel an einem Punkt seiner Karriere ist, an dem er sich freut, sich mal von allen Zwängen zu befreien und sich nicht um sein Äußeres Gedanken machen zu müssen. Ihr Logans seid echt so eine Spackos, wie die Leute behaupten. Es ist mir sehr leicht gefallen, mit Channing zu spielen, weil er ein sehr offener und netter Mensch ist und ein toller Schauspieler noch dazu. Da war es nicht schwer. Das sage ich nur hier. Ich werde das niemals wiederholen. Das ist absolut hirnverbrannt. Die Zuschauer können sich auf viel Spaß im Kino freuen. Auf eine witzige, unbeschwerte Gaunerkomödie. Wir brauchen Computergenie. Ich weiß so ziemlich alles über Computer, okay? Die ganzen Twitters und so kenne ich alle. Jemand hat mal gesagt, versuch nicht spaßig zu sein, sondern Spaß zu machen. Und ich glaube, der Film schafft das. Ich mach mich hier gerade nackig. Also nicht gucken. Es ist ein Coup, wie viele tolle Leute vor der Kamera versammelt sind. Ich hoffe, den Leuten gefällt's. Jetzt bin ich mal gespannt. Soderbergh spielt bei Logan Lucky seine Stärken aus. Ein spannender Coup, liebenswert schräge Charaktere und ein großes Händchen für die richtige Besetzung. Heraus kommt ein rasanter und brüllend komischer Gaunertrip mit Kultpotenzial. Logan Lucky, ab 14. September im Kino. Jimmy, ich sag's dir einfach. Ich muss dich entlassen. Dich haben sie gerade gefeuert. Ich wurde entlassen. Aus versicherungshaftungstechnischen Gründen. Der einarmige Barkeeper. Ein bisschen mehr Respekt. Charlotte Motor Speedway. Ich weiß, wie die das Geld befördern. Der Einzige, der echt weiß, wie man Tresore in die Luft sprengt, ist Joe Bang. Das ist eine Strafvollzugsanstalt. Wir haben einen Plan, wie wir dich rausholen. Das Ding hier ist das wichtigste Rennen des Jahres. Wir brauchen Computergenie. Ich weiß so ziemlich alles über Computer, okay? Hä? Die ganzen Twitters und so kenne ich alle. Willkommen beim wichtigsten Rennen des Jahres. Von hier bis zum Tresor, wie weit? 20 Meter. Keine Ahnung, vielleicht 30. Was denn jetzt? 20 oder 30? Wir haben es hier mit Wissenschaft zu tun. Wir wissen nur so viel, wie wir wollen, dass ihr wisst. Meine Verbrecherlaufbahn ist vorbei. Das ist absolut hirnverbrannt. Alles im Griff. Jetzt bin ich mal gespannt. Das muss wehgetan haben.
Ich will alles über Jimmy Logan. Ich mach mich hier gerade nackig. Also nicht gucken. Ich hab gesagt, nicht gucken. Ihr Logans seid echt so eine Spackos, wie die Leute behaupten. Behaupten das die Leute? Gibst du mir mal bitte meinen Arm? Ist das der hier?